Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Let's Play Lord of the West Kampagne. Siedendes Öl und Bolzen mit Widerhaken sind mir einerlei. Stürmt weiter auf diese höllischen Mauern ein. Ja. Wir sind ja gerade dabei. Was wir wohl noch erwarten können? So. Zusammenpacken das Teil. Der Rest kommt hier oben, die sind bald da. Grayton? Dich. So, jetzt müssten die hier eigentlich besser rankommen. Mandaten? Dich. Ding. Wie sieht's hier aus mit den Feldern? Fatal. Yes. Fight. Oh, bringt uns das was oder bringt uns nichts? Na, wo ist Nummer 3? Ach, der ist da unten. Ah, so groß ist die Anlage hier gar nicht, sehe gerade. Hier speichere ich unter Einheit 4. Na, ganz toll, die sind auch da oben. So, wir müssen jetzt gleich fertig sein. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die spielen wirklich auf schnell, aber das ist nicht meins. Da spiele ich eher gemütlich. Beide beschießen können. Genau. Das sind beide Türme in Schussweite und die Tore. Bin mal gespannt, was jetzt Ziel sein wird. Einfach nur die Garnison oder? Oh! Reichen. So, macht mir das. Ah, fuck. Jetzt sind die Triebwerke im Weg. Achtung!
So, aggressiv, die sollen hier oben. Ah, die sind jetzt da oben hergekommen. Gut, da ist auch noch eine Goldmine. So, wir sind drin in Berwick. Verdammt nochmal. So, na das war's. Die können uns keinen Widerstand mehr leisten. Auf jeden Fall keinen konzentrierten. Passiert nicht mehr viel. Das ist eins, was sicher ist. Da oben auch noch Schafe. Da ist auch noch mal ein Dorfzentrum. Oder sieht das denn so aus? So viel haben wir da oben nicht mehr. Ich glaube, ich muss sämtliche Militärgebäude zerstören von Berwick. Würde Sinn machen. Ah, das ist eine.
ist auch noch von ganz normalen Burwicks doch Gebäude drin. Ah, da haben wir hier noch. Ja, so viel passiert da nicht mehr. Der Kartenrand. Da dürfte nichts mehr passieren. Ah, nein! So. Bauen wir gleich mal auf unsere Belagerungsburg nochmal 3 Tribocke. Yay, Mandatum? Yay. Jo. Ja, super, ganz toll vorbei. Na, jetzt ist gelaufen. Ja, die Burg wird das letzte sein. Ja, meh. Ja, genau. So. Ihr dürft hier oben Steine klopfen gehen. Und ihr könnt hier weiter Holz hacken. So cool. Jetzt sind wir hier wirklich dran, den Wald abzuholzen. So, gleich mal Angriffsbefehl. Und wenn die Burg zerstört ist, muss es das gewesen sein. Ah, das Ding ist auch genial. Aber hier die Details. Aber auch hier an der Burg. Ich finde das sehr toll gemacht, vor allem wie die Burg am Ende zusammenfliegt. Aber unsere Wirtschaft kann sich sehen lassen, bis auf der Steinabbau, aber den brauchen wir hier ja nicht. Das müsste jetzt der letzte Trepper sein. Jawohl! Die Garnison und plündert die Stadt ohne Gnade. Das ist auch toll gemacht. Ja, wir haben es geschafft. Das war jetzt, glaube ich, die längste Mission bisher. Unsagbar grausam mit den Schotten um. Als Rache für einen Angriff auf Carlisle eroberte und plünderte er die reiche Stadt Berwick und schlachtete etwa 20.000 Bewohner. Balliol, der schottische König, den Edward eingesetzt hatte, wurde zum Verräter. Er marschierte mit der schottischen Armee gegen die Engländer, wurde jedoch in der Schlacht von Dunbar vernichtend geschlagen. Balliol flehte um Gnade und ergab sich Edward, der ihm voll Verachtung sein Wappen aberkannte. Diese Schande brachte ihm den Beinamen Tomb to Bard, leerer Wappenrock, ein.
Als letzte Demütigung ließ Edward den Krönungsstein aus dem Kloster in Scoon in einen Thron in der Westminster Abbey einbauen. Der heilige Stein von Scoon, Symbol des schottischen Königtums, weit seither das Schicksal der unsterblichen Linie englischer Könige. Jo, bisher die längste Mission, 2 Stunden 31. Leck um Jo. Ja, wir waren am besten überall. Militär, Wirtschaft, Technologie, Gesellschaftspunkte. Aber das ist auch klar. Boah, 62.000 gesammeltes Holz und über 50.000 gesammelte Nahrung. Genial, okay. Ja, decken wir mal die ganze Karte auf. Also, hier jetzt noch Gold gegeben, aber wir hatten ja schon fast alles. Also, gehen wir mal zurück zur Kampagnenkarte. Und zur nächsten Mission, der Hammer der Schotten. Ja, machen jetzt einmal einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutrix.